Hallo Leute und willkommen zurück zur zweiten Folge von Enigmatica Expert, also Enigmatica 2 Expert. Ich habe hier mal kurz den Kram weggenommen, ne? Wir müssen jetzt hier noch die Steine raushauen. Stone Age. Nice. Wir müssen hier noch ein bisschen Dirt rein tun, so, und dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall Steine. Und vorher würde ich aber eigentlich ganz gerne mal gucken, was das Rezept für, ist das hier ein Small Blade? Nee, was ist denn hier? Das ist doch ein Knife oder so, ne, gewesen. Also brauchen wir... Ich hab das Cactus Sword Blade, okay. Da brauchen wir diesen Guard und eine Rod, okay. Also quasi das hier. Das hier. Oh, Stick gilt nicht mehr als, okay. Dann, eine davon und... Das ist der falsche Guard. Flint Cross Guard. Wir brauchen keinen Crossguard, wir brauchen ein zackiges Handguard. Okay, schön. Wir brauchen ein Handguard. Handguard, da ist es. Okay, so, dann können wir uns zumindest schon mal ein Schwert basteln. Aus Kaktus. Prickly. So, gucken wir kurz, wie gut ist das? Nice. Okay. Das scheint tatsächlich ziemlich gut zu sein. Ich werde jetzt hier nicht die ganzen armen Viecher schlachten. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Ich würde jetzt mal Kisten hier aufstellen. Wir haben ja noch irgendwo welche gehabt. Wahrscheinlich im Rucksack. Yep. So. Und dann brauchen wir Stein. Dann nehmen wir kurz die Kiste hier hin und die Kiste hier. Und dann vielleicht oben noch alle drauf. Und dann mal kurz alles hier rein. Ich weiß, es ist jetzt die absolute Unordnung, aber was soll ich machen? Das Buch würde ich gerne behalten. Pickaxe nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier würde ich gerne was machen, aber da, ne? Müssen wir erstmal schauen. So, dass wir das irgendwie gekocht kriegen. So und so und so. Okay, wir haben einen Haufen Grout. Wir haben noch alles mögliche andere Zeug. Wir haben Tomaten-Seeds. Das ist ja schön. Ja, und wir brauchen Stein. Ne, wenn ich mich recht entsinne, Quest. Oh ne, wir brauchen das hier. Ja, dafür brauchen wir aber einen Ofen. Und ohne den Ofen läuft hier nichts. Ah, okay. Man kann Liquid Clay, also flüssigen Clay benutzen, um Smeltery-Sachen herzustellen. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwie einen Ofen herstellen. Und um Ofen herzustellen, brauchen wir E-Stein. Das heißt, ich bin jetzt hier in meiner super-duper Rüstung mit meinem super-duper Kaktus-Schwert und verhungere gerade. Und werde jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo noch, da sind noch Beeren. Da sind sogar welche dran, das ist sehr gut. Das heißt, wir können schon mal Beeren essen. Um zumindest ein bisschen nach oben zu kommen. Und theoretisch können wir das auch essen. Ich finde das nur, ist die übelste Verschwendung. Weil wir es im Endeffekt, wir essen es und könnten, keine Ahnung, dreimal mehr Leben da rausziehen. Ich hoffe, dass hier oben noch irgendwo was rumsteht, was wir eventuell gebrauchen können. Gras ist blöd. Irgendwo ein Garten oder so, so ein Windy Garden nochmal, irgendwas in der Richtung. Natürlich nicht. Aber hier ist Kaffee. Ja. Kaffee, 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 Kaffee. Wer braucht denn Kaffee? Niemand braucht Kaffee. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? So, ich gehe einfach mal. Ich habe einen Creeper gesehen. Das ist, glaube ich, nicht so günstig. So. Okay. Also, definitiv ist es hier dunkel drin? Oh. Sind hier irgendwelche Fallen? Okay, hier ist auf jeden Fall Lava. Und der Creeper ist weg. Sollte mich das, ich höre Viechzeug. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Ich würde mal spontan behaupten, dass wir hier nicht sein sollen. Nein, ich tippe darauf, dass wir hier nicht sein sollen. Und wenn mich hier ein Skelett umrömst und in die Lava schubst, habe ich ein Riesenproblem. Und hier ist dunkel. Okay. Ja, nein. Ich bin wieder oben. Erstmal. Ich glaube, den Spaß, den gebe ich mir etwas später. Da muss ich jetzt nicht, da muss ich nicht jetzt gerade jetzt Stein abbauen. So. Was ich nur gerne machen würde, ist dich hier einmal
Oh, bei Squids wird man jetzt blind. Interessant. Okay, das ist relativ neu. Okay, wir haben hier rohe Kalamari. Ja, toll. Ich brauche immer noch was no Normales zu essen. Vielleicht hätte ich mir erstmal noch eine Schaufel bauen sollen. Wäre eventuell die schlauere Variante gewesen. Okay, wir bauen jetzt einfach mal hier eine gute Portion Stein ab. Und hier. Oh, okay. Ja, so kann man sich auch einsperren. Okay, die Pickaxe hält jetzt nicht so lange. Lalala. Hier sind überall so kleine unterirdische Höhlen. Ich finde es ja relativ spannend, aber ich weiß immer noch nicht, ob es der richtige Ort war, um sich niederzulassen oder ob wir jetzt hier gleich richtig ein Problem kriegen. Okay, wir brauchen Flint. Und gibt es so ein Repair-Kit-Pattern? Was ist das hier? Pipe-Piece-Pattern. Okay, nee, ich glaube, das ist nicht. Sledgehammer-Head-Pattern, nee. Sharpening-Kit, da haben wir es doch. Sharpening-Kit, rein da. Und dann hätte ich gerne. Die, und jetzt kann ich doch theoretisch meine Pickaxe unterwegs reparieren, oder? Ja, wunderbar. Ein Traum. Was willst du? 54 nur? Achso, XP. Ich dachte gerade, hey, warum hatten die nicht voll repariert? Aber ja, gut, 54 XP ist verständlich. So, ich sehe hier unten übrigens auch Viecher. Also, wir werden, glaube ich, hier unter noch viel Spaß haben. Würde ich mal vermuten. Ich brauche nur jetzt noch ein bisschen was an Stein und dann bin ich hier eh erstmal wieder raus. Uiuiui. Und schon wieder kaputt. Kaputt. Flüpp. 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 Nein. Oh. Okay. Ja, sind einige Steinchen und wir müssen eh schlafen. Und dann hoffe ich ehrlich gesagt, dass wir uns jetzt gleich einen Ofen bauen können. Wenn nicht, dann wäre das ziemlich doof. Ihr könnt auch nicht sehen. Es ist dunkel! Achso, vielleicht sollte ich mal die Brightness einstellen. Nein, nicht Controls. Video-Settings. Ja. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ich glaube, es ist auch für euch ein bisschen angenehmer zu sehen, was ich hier mache. Da ist noch so ein Ding, was da unten geht. Nein. Die schläft. Wie cool. Okay, so. Wir haben auf jeden Fall mit der Axt ein Level gemacht. Allerdings scheint uns das nichts gebracht zu haben. So wie ich das gerade sehe. Ach doch, ein Modifier mehr wahrscheinlich. So, ein Sharpening-Kit darauf. Plopp. Jetzt brauchen wir Compressed Kabel. 1, 2, 3, 4, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Furnace. Furnace, 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 Furnace. Rezipe. Wir brauchen Stone Gears. Wir brauchen normalen Cobblestone. Wir brauchen. Oh, Kohle. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Okay. Wie baue ich denn Stone Gears? Mit Holz und Stein? Oder ein Holzgear? Okay. Das heißt quasi so und. So? Okay. Ich habe die Stone Gears. Ich habe den Cobblestone. Jetzt brauche ich nur noch eine Kohle. Und die habe ich leider bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht haben wir Glück und hier gibt es irgendwo Kohle. Ich hab das Gefühl, ich hätte irgendwo schon Kohle gesehen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ob es hier irgendwo war oder oh, ein Ei. Da. Ich wusste das. Ich habe irgendwo Kohle gesehen. Eine einzige. Aber gut, wir brauchen ja auch erstmal nur einen Ofen, dann können wir uns die Kohle selber herstellen. Nö. Das ist doch gar keine so schlechte Idee. Ja, ich habe übrigens Tatsache, ich habe mich immer so ein bisschen noch umgeguckt. Ich habe keine Ahnung von dem Pack. Also, wenn jetzt hier die fette Überraschung kommt, keine Ahnung, wenn ein Meteorit die ganze Zeit vom Himmel rauscht und ich habe nur x Tage Zeit, weiß ich das nicht.
dann wäre es nett, wenn ihr mich mal nett darauf hinweist. Oder nicht, dann wird es auch lustig. So, Furnace. Cinder Furnace. Twilight Forest. Wie wird denn sowas hergestellt? Ah, da gibt es ein Rezept für. Okay. Furnace. Papp. Ja, wir haben einen Ofen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt im Ofen mit Holz, aus Holz, Holzkohle machen. Sehe ich das richtig? So, machen wir mal kurz das hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nur 8. 8. Eigentlich müssten 4. Ah ne, das war ja bei Kohle. Der, mal gucken, wie weit wir kommen. So, ansonsten kann hier erstmal wieder alles rein. Und da müssen wir auf jeden Fall was zu essen kochen, weil ansonsten sehen wir ganz schnell ganz schön alt aus. So, das heißt, wir können die Calamari kochen, wir können das kochen. Und wahrscheinlich ist auch so was wie Cooking for Blockheads hier drin. Ja, wir können Pommes machen. Oder was sind die einfachsten Rezepte? Ein Drachenei, ja klar. Käse mit Milch und Ei. Das ist aber ein sehr komischer Käse. Muss ich ja mal zugeben. So, jetzt können wir uns theoretisch, wenn alles richtig gelaufen ist, noch einen Ofen bauen. So, 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 so. Ich brauche 1, 2, 3, 4. Und wir brauchen 2 davon. Und dann haben wir noch einen Ofen. Ha! Sehr gut. Na, wie schlau. Und dann können wir in dem Ofen eigentlich schon mal anfangen zu kochen. Oh, gibt es hier eigentlich Mini-Kohl? Ja, Tiny-Kohl, sehr geil. Und wir kriegen direkt ein Actually Editions Buch. Sehr gut. Und wir haben Essen. Richtiges, echtes Essen, was richtige, echte Balken führt. Sehr gut. So, Mr. Ziegenbock, es tut mir leid, aber... Wow. Der hält aber ordentlich was aus. Raw Prime. Prime Essen. Nam, 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 nam. So. Okay. Stellen wir weiter Kohle her hier. Das muss ich glatt mal braten jetzt hier, weil. Oh nein! Okay, es gibt Nutrition. Das heißt, wir müssen auch noch gucken, was wir essen. Also nichts mit einer reinen Fleischernährung hier. Das wird dann leider relativ schwierig werden. Okay. Aber kann ich jetzt noch einen Ofen bauen? Ich zweifle gerade ein bisschen dran, aber wir werden mal sehen. Ich habe noch ein Holz im Rucksack. Nee. Wir haben jetzt unser gesamtes Holz aufgebraucht. Wow. Einfach nur wow. So. Naja, egal. Noch brauchen wir ja nicht. Das ist einfach so wenig, darum fällt es so auf. So. Okay, dritter Ofen. Also bis jetzt, das sind zwar knackige Rezepte, aber ich finde jetzt nicht, dass das sonderlich schlimm ist, so. Du kommst da rein und wir brauchen erstmal hier den ersten Stack Kraut. No. Ich hätte gern bitte einen Schaufelkopf. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Gravel für ein bisschen mehr Flint. Ein Schaufelkopf. Eine Toolrod und ein Binding. Dankeschön. Und dann hätte ich gern bitte eine Schaufel. Vielen herzlichen Dank. Achso, für den Fall, dass ihr übrigens in der ersten Folge auf meine Fragen geantwortet habt. Ich kann die nicht direkt, ne? Ihr müsst einfach mal davon ausgehen, dass ich ein bisschen voraufnehme. Sonst ist das Geweine ja wieder groß, wenn ich keine Folgen rausbringe. Nein, ich ärgere euch nur. Ich weiß, es ist anstrengend, wenn keine Folgen kommen, aber... Es gibt halt Dinge, die vorgehen. Gerade wenn man damit halt kein Geld verdient. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre mein Job, was ich ja durchaus gerne gemacht hätte damals,
also immer noch machen würde, aber ist halt unwahrscheinlich geworden, dann wäre das alles okay. So, edible anytime. Okay. Man kann es immer essen. Es gibt Resistance 2. Das ist cool. Ist Protein und gibt genauso, nee, Matten gibt mehr. Ja, also das ist quasi eher so ein Feinschmecker Buff-Food. Okay. Buff-Food, dass ich sowas nochmal außerhalb von World of Warcraft erlebe. Unfassbar. So ein paar Steine brauche ich. Ich will eigentlich ganz gerne da unten diese blöde Höhle erkunden. Ich habe da gerade Lust drauf. Okay, das ist auch nur Protein. Also normales Essen quasi. So, du produzierst hier fleißig. Wie sieht es mit dir aus? Okay. Dann nehmen wir dich mal hier hoch. Nein. Was mal? Oh Gott. Kann man hier auch Carbon herstellen? Okay. Ich will keine Kohle braten. So, ich will 1, 2, 3, 4. Mal gucken, ob mir das reicht. Erstmal so, es müsste jetzt 16 Fäckelchen sein. Ja. Erstmal, um ein bisschen auszuleuchten, ein bisschen reinzugucken in dieses nette kleine Ding da unten. Und dann hätte ich gerne, dass ihr hier weiter Grout schmelzt. Wir brauchen Smeltery-Dinge. So. Es war aber noch nicht genug Kohle, aber vielleicht müssen wir dann einfach nochmal losziehen. So, wir haben immer noch unser Schwertchen. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, wo wir zuerst reingehen. Oh Gott, nicht runterfallen. Ich bin ja fast ein bisschen für die Lava-Seite. Die sieht halt echt spannend aus, aber ich habe ein bisschen Angst, dass man... Oha, genau das passiert. Und wenn man hier weggeschossen wird, hat man, glaube ich, richtig gelitten. Gott. Hier ist auch gar nicht dunkel drin oder so. Ich fühle mich definitiv zu schlecht ausgerüstet für den Mist hier, ne? Es tut mir sehr leid, euch das sagen zu müssen, aber... Das... ist mir einfach ein Stückchen zu fies. Ich überlege gerade, ob wir hier uns einfach mal durchgraben zu den Skeletten. Oder ob wir denn hier auch gleich umgenutzt werden. Da. Wow! Alter Schwede. Das hat mich jetzt schon ein bisschen erschrocken. Hallo, Mr. Skeleton. Oh Gott. Tschüss. Da sind sogar Skeleton-Spawner. Oh Gott, da ist ein Spawner drin, okay. Kann ich das hier ausschalten? Den Skelett-Spawner? Wahrscheinlich kommt jetzt gleich von hinten ein Creeper und nietet mich um. Ich sehe das schon. Hier alles an Viechern unterwegs sein muss. Es gibt hier Essenzen. Ich gehe am Stock. Oh Gott, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Ich will keine Viecher in meiner Base. Also, Base. Ne? Kann man jetzt auch definieren, wie man will. Ja, aber dann haben wir doch schon mal zumindest ein bisschen was gesehen. Ich finde das echt, boah, das, also dafür muss ich besser ausgestattet sein. Bis ich da runtergehe, das wird noch ein bisschen dauern. Aber cool. Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir Tatsache Resistance 2, aber nur eine Minute, okay. Ja, ich würde sagen, für die heutige Folge war es das schon wieder. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir gleich mit den Quests weiterkommen. Wir können ja theoretisch mit der Smeltery anfangen, sobald es hier durchgeschmolzen ist. Ich denke mal, frühestens dann werde ich mich auch melden. Vielleicht hole ich noch ein paar Bäume oder so, dass wir ein bisschen Holzkohle noch herstellen können. Ja, und dann sehen wir uns sonst zur nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.